So, heute probieren wir mal den Lotus Grill von Lidl aus. Mal gucken, wie sehr er sich so macht. Unten drunter bekommt er die Batterien. Sonst kommt eigentlich alles, was man noch so braucht. Tasche, die Schale, die Feuerschale und den Grillrost. Eine Brennpaste ist leider nicht dabei. Wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier keine Brennpaste. Dafür habe ich ein paar Anzünder modifiziert. Die richtige Holzkohle habe ich jetzt auch nicht genommen. Da sollte das nicht ganz so perfekt mit werden. Wollen wir mal sehen, was passiert. Qualmt das ein bisschen. Das liegt wohl auch gar nicht. Anzünden. Nach 5 Minuten ist der Grill eigentlich soweit fertig. Ist auch schon recht heiß. Und der Geräuschpegel hält sich auch wieder in Grenzen. Von außen bleibt alles recht kalt. Jetzt muss ich ihn noch eine halbe Stunde ausbrennen lassen, weil der neue ist. Und dann mal gucken, was passiert.